Ja, hey, willkommen. Mein Name ist Daniel LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Tales of Symphonia, die Chronicles Edition. In der letzten Folge hatten wir ja eine kleine Trainingssession mit unseren ganzen Kostümen, die wir von Anfang an schon besessen haben. Und ja, ich hoffe, wir sind jetzt gewappnet gegen Yggdrasil. Das hier ist erstmal die Ersatzgruppe, die ich auf dem Weg zu ihm benutzen werde. Und das hier ist die Gruppe, die ich gegen ihn versuchen werde und hoffentlich wird das dann ein bisschen besser ausgehen. So, wir begeben uns jetzt auf zu Yggdrasil. Hoffentlich finde ich den Weg direkt dahin. Aber wenn nicht, ist auch blöd. Weil sonst bin ich die ganze Zeit immer da irgendwie vorbeigelaufen. Jetzt wahrscheinlich finde ich den nicht. Oh, da ist er ja. Okay, er ging schnell. Da machen wir die Gegner hier noch ein bisschen platt. Und. Oh ja. Ja, ich wollte schon sagen. Langlauf wird ganz sicher nicht abgebrochen. Zellos immer noch mit seinem Lichtschwert, ich bin so geil. Weiß man nicht, was ich jetzt einsetze, aber Judgment, sehr gut. Genau das wollte ich haben. Also nicht. Ich weiß gar nicht mehr, mit welcher Gruppe wir letztens angetreten sind, aber die waren, glaube ich, nur so die B-Gruppe, sag ich mal. Okay. So, dann. Okay, war schon aktiviert. Dann wechseln wir mal die Gruppe. Und zwar Lloyd, Presser, Genis und Rain. Wir haben sogar alle noch, bis auf Lloyd, halbwegs 4 TP. Das müssen wir kurz ändern. So. Dann jetzt erstmal Pause machen mit Lernen. Und einfach nur versuchen, im Spiel weiterzukommen. Langsam möchte ich doch mal wieder ein bisschen Freiraum haben. Irgendwo war noch eine Truhe, oder? Oh, hier ging es ja noch weiter, okay. Irgendwo war noch eine Truhe, die war schon weiter weg, ne? Okay. Fast am Ausgang. War schon gesehen? Ja klar, hat man schon gesehen. Irgendwo war da eine Truhe. Ich möchte jetzt nicht unbedingt in dich hineinlaufen, okay? Vielleicht, ja, okay, geht's ja weiter. Aber okay, ist hier nichts. Irgendwo war eine, ich weiß das. Oder? Bin ich schon wieder doof? Okay, anscheinend schon. Weiß nicht, okay. Dann warpen wir uns mal. Jetzt Yggdrasil und überspringen alles, was er uns zu sagen hat. Sehr gut. Können wir alles überspringen? Das ist das Schwert, bla bla bla, da ist ein Schwert. Bla 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 bla, war alles schon gesehen. Bla 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 bla. Finger weg. Oh, ich bin böse. Oh, ich bin voll gegen Gleichheit. Ja, alle Menschen sind gleich. Grundgesetz. Oh, glaub ich nicht, Genesis. Ich glaube, ich bin schon ein bisschen zu weit. Was? Ich? Bla bla. Ich bin böse. Wir sind gut. Ich bin böse. Wir sind gut. Ich auch. Ich bin böse. Ich bin Engel, ich hab Laserflügel. Geil, ne? Sieht irgendwie aus wie ein Mann und eine Frau. Nein, das ist nicht wahr. Oh, doch. Sehr schön. Okay. Da wäre so eine Überspringungsoption schon ein bisschen gut, aber... Naja. Alle gleich, alle gleich. Alle gleich? Alle gleich. Wie jetzt? Glaub ich nicht. Ha! Nein, das lasse ich nicht zu. Doch. Ihr kriegt jetzt aufs Maul. Ja. Ah, warte mal. Oh, das fängt schon gut an. Oh, sehr gut. Sie macht direkt das, was ich sehr gut finde. Okay, er setzt aber nur Zauber ein, kann das sein?
Das finde ich jetzt gut. Und dann setzt er so was ein. Hilfe, ist gut. Boah, ich kann ihn gar nicht zu bringen, abzubrechen. Ich weiß gerne, es gibt ja gar nicht zum Zaubern, aber ich muss mal hier das machen. So, Attack ab, so sehr gut. Aua. Ma. Spammt die ganze Zeit Ray. War sehr gut. Gut gemacht, bisher. Oh. Ich krieg sogar die ganze Zeit Viereck, aber ich schaffe nicht hier irgendwie so auf den Beinen zu bleiben. Holy Lohns, nein. Ich werde gar nicht mal diesen Angriff machen, Mann. Mach, weiß ich nicht. Wie schon TP weg. Das gibt's doch nicht. Heavy Tiger Blade, was weiß ich. Was? Wie? Er hat gar nicht auf Geldes geguckt, aber trotzdem. Oh, sehr gut. Weiß ich nicht. Hier. Was? Colette? Okay. Immer noch nicht besiegen, oder was? Jetzt! Au! Oh, na? Chronima, genau. Laut Yggdrasil, du kleiner Abschaum. Du magst einer von uns sein, aber du wirst für deinen Verrat bezahlen. Oh nein. Was? Was? Warum? Laut Yggdrasil. Chronima, was machst du hier? Sir, es wurde eine neue Aktivität bezüglich einer bestimmten Angelegenheit schon verstanden. Es gibt nicht immer einen Weg, um alle zu retten. Vergiss das nicht. Lloyd, der Weg, den du suchst, ist nur eine Illusion. Okay. Wow, ich habe mich hier auf einen voll epischen Kampf und so eingestellt und dann hat... Warum hat er uns gehen lassen? Ist doch egal. Das kann doch nicht sein. Das kann nicht sein. Was ist denn, Gennis? Nichts. Dann ist sowieso immer was. Leute, wir müssen Colette so schnell wie möglich behandeln. Ja, stimmt ja, da war ja noch was. Okay, kehren wir erstmal um. Na, darf ich das Schwert haben? Eternal Sword ga menomai ni aru no ni nani mo dekinai nante. Shikata ga nai wa. Watashi tachi ni wa dou surukoto mo dekinai to shitteiru kara. Yugdrasil wa ken o koko ni oite itta. Der Bastard. Yugdrasil no itteita shikaku to wa nan daro? Sono hanashi wa ato yo. Ima wa ikkoku mo hayaku Colette no byouki o naosanai. Er hat das Schwert nochmal benutzt. Mythos hat doch das Schwert benutzt, um die Welt zu teilen, oder? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Gennis ist verstört. Mirugaiやってすごいところだったな。うん。お前さっきから元気がねえな。大丈夫。コレットならアルテスタさんが助けてくれるって。そうだね。そうだよね。コレット早く元気になるといいね。 Okay. Wo müssen wir jetzt überhaupt hin? Ach ja, halt. Hat er gerade gesagt. Ich habe mir die Frage irgendwie vorher gestellt, dann kann man skinnen, dann habe ich sie mir immer noch vorgestellt. So. Wenn wir jetzt hier im Turm des Manas oder des Heils sind, dann müssen wir in Silveron sein, ne? Jetzt, was? Ach nee, wir sind wieder hier. Was? Ich dachte, das ist der gleiche Turm. Egal. Ich bin wieder maximal verwirrt. Lass uns Altissas Haus aufsuchen. Wir müssen Colette heilen. Können wir abkürzen? Perfekt. Okay, so viel zu diesem epischen Kampf gerade. Na.
Altessa, alter Hund, du. Altessa, was ist los? Colette ist kollabiert. Oh Mann. Wir haben die notwendigen Mittel, um sie zu heilen. Bitte retten Sie sie. Ihr habt herausgefunden, wie man die Krankheit heilt, aber was kann ich tun? Bitte fertigen Sie eine Rundfassung für uns an. Das Verfahren war im Buch beschrieben und ich erinnere mich noch daran. Wir müssen uns beeilen, Meister! In Ordnung, die anderen geht alle nach draußen. Das ist nicht draußen, aber okay. Wie außerhalb des Raums, nehme ich mal an. Selos bedient sich da am Buffet oder was? Ich frage mich, ob Colette es schaffen wird. Wir haben getan, was wir konnten. Sie hat recht, Leute. Iss etwas und beruhige dich. Ich kann jetzt nichts essen. Sag das nicht. Wie wär's mit ein paar Möhren oder eine Kartoffel? Ich möchte wirklich nichts. Hey, was ist mit dir und Genis? Warum seid ihr beide so mies drauf? Ja, was ist los, Genis? Mythos, Die Behandlung ist abgeschlossen. Wie geht's, Colette? Sie schläft jetzt. Wenn sie wach ist, wird ihr Körper wieder zu seinem alten Zustand sein. Okay, ach so, der Körper. Wollte schon sagen. Der Kruskeskristall wird dann vollständig von der Rundfassung kontrolliert werden. So ein Glück. Ich verstehe, Colette muss jetzt nicht mehr leiden. Hey, lass uns heute Abend beim Essen Colette Genesung feiern. Wieso denkst du eigentlich ständig nur ans Essen? Weil wir gute Freunde sind, okay? Ich mache mir Sorgen um dich. Du musst müde sein. Es sieht aus, als wärt ihr gut Freunde. Yep, sieht so aus, nicht? Bist du auch müde, Genis? Mythos, wir sind Freunde, richtig? Was? Natürlich. Was meinst du? Wir sind wirklich gut befreundet, oder? Ja. Ich glaube dir, okay? Okay. Nee, bleib wach. Ich bin plötzlich total müde. Ich gehe ins Bett. Es ist nicht gut für die Verdauung, wenn du gleich nach dem Essen ins Bett gehst. Geht's dir gut? Die Erschöpfung hat dich doch eingeholt. Mir geht's gut. Ich lege mich nur ein Weilchen hin. Aber nicht in Colettes Bett, okay? Lloyd? Lloyd? Eieiei. So, jetzt alle vom Plot erstmal ausruhen hier. Mütz. Ausrufezeichen. Die drei Ausrufezeichen aus. Mein Körper. Ich kann mich nicht bewegen. Okay, ich kann nicht wegdrücken oder so. Ey. Möchtest du deinen Vater kennenlernen? Was hast du mit meinem Vater gemacht? Okay, das war merkwürdig. Okay. Oh Mann. Ist ja eigentlich immer so gestört da rumstehen, ey. Kratos, die Abtrünnigen und Kruxes sind doch Feinde, oder? Na sowieso. Ruhe. Eigentlich sollte die Droge bei allen für einen tiefen Schlaf sorgen. Droge? Wo ist mein Vater? Wenn du ihnen etwas angetan hast, zerlege ich euch alle in eure Einzelteile. Na na, fühlt man sich so etwa so auf, wenn man zum ersten Mal seinen Vater trifft? Du warst es also. Du hast versucht, mich in Hema zu ermorden. Kratos, wenn dir das Leben deines Sohnes überhaupt etwas bedeutet, tust du, was wir sagen. Was redest du da? Gib das Siegel von Origin frei, ansonsten stirbt Lloyd jetzt und hier. Nein, Kratos kann nicht mein Vater sein. Ich kann es nicht glauben, ich schon. Ich werde es nicht glauben, ich schon. Ich hab's irgendwie schon ein bisschen so vorausgesagt, ganz ehrlich. Oder gedacht, aber egal. Na, wie fühlt es sich an, wenn man so einen eigener Sohn zurückstößt? Deine Haltung würde ich entnehmen, dass du nicht vorhast, Origin freizugeben. Wenn es an dem ist, so musst du einfach nur sterben. Ah. Eine Bewegung und dein Sohn stirbt.
Du hast dich verändert, seitdem du Familienvater geworden bist. Es ist genau wie vor 15 Jahren, als Anna sich ein Monster verwandelt hat. Hast du den Willen zum Kämpfen verloren? Was? Wenn sie nicht mit dir zusammen gewesen wäre, wäre ihr das nie passiert. Was für eine unglückselige Frau. Mach dich nicht über meine Mutter lustig. Kratos? Bist du in Ordnung? Gut. Na! Leute, was ist denn los? Was ist passiert? Was soll ich denn jetzt glauben? Leute, beruhige dich doch. Es ist nicht wahr. Kratos kann nicht meinen. Der Mann, der uns betrogen und dir so viel Leid zugefügt hat, kann nicht sein. Kann es doch nicht sein, mein Vater. Leute, vergiss nicht, wer du bist. Gleichgültig, wer deine Eltern sind, egal woher du stammst, du bist immer noch du selbst. Ich bin ich selbst? Du hast mir doch selbst gesagt, egal wie ich aussehe, und selbst wenn ich ein Engel werde, ich bin immer noch ich. Und vergiss nicht, Kratos hat dich gerettet. Ja, du hast recht. Danke. Aber ich kann dich trotzdem nicht Vater nennen. Lloyd. Ich hasse das, was Cruxes tut. Es sind schon so viele Leute gestorben. Leute auf Silveron, Leute auf Tetala, Science und Abtrünnige, Mitglieder von Cruxes. Sie sind alle Opfer. Und ich weigere mich zu akzeptieren, dass es in Ordnung ist, Lebewesen vor ein Ziel zu opfern. Es ist nicht in Ordnung, Leben zu opfern. Kein Leben sollte entstehen, nur um eins, um zu sterben. Ich werde nicht diese Welt opfern, um Colette zu retten. Ich werde nicht aufgeben, bis ich einen Weg finde, durch den alle leben können. Wow, das war ein unglaublich schmalziger Erguss. Glückwunsch. Was? Mythos? Was? Diese haben sich doch aufgelöst, ey. Hast du gedacht, ich würde nicht mitkriegen, was los ist? Lächerlich. Ich habe Pronyma beauftragt, Kratos zu beobachten. Da ich den Eindruck hatte, es würde Informationen an Lloyds Gruppe weitergeben. Verdammt, Yggdrasil, wie hast du es herausgefunden? Was? Das war ein lustiges Spielchen, das du da getrieben hast. Kaum zu glauben, dass diese miesen Abtrünnigen, die mir immer in die Quere kamen, von dir angeführt wurden. Wenn meine Schwester mich nicht gebeten hätte, dein Leben zu schonen, würde ich dich hier und jetzt umbringen. Hör auf! Wer? Was? Du? Was? Was ist denn hier los? Mythos, dann ist es also wahr? Was ist wahr? Dass du mir nicht hättest trauen sollen? Gut erkannt, Genis, denn ich habe dir auch nicht vertraut. Ah. Warum auf das her? Mythos hat mich gerettet. Halt die Klappe. Mythos hat mich gerettet. Mythos. Wie konntest du nur? Du hast doch dein Leben riskiert, um sie zu retten. Mythos, warum? Warum tust du das? Wieso konntest du Tabata und Altessa verletzen? Du hast dich doch so gut mit ihm verstanden. Tabata, diese Puppe sieht meiner Schwester so erschreckend ähnlich. Ich konnte sie nicht ausstehen. Sie ist ein fehlerhafter, nutzloser Behälter, der die Seele meiner Schwester nicht annehmen konnte. Mir wird schon schlecht, wenn ich sie nur ansehe. Du kleine Ratte, wie kannst du es wagen, meine besten Freunde zu verraten? Leute, hör auf! Bitte, ihr seid beide meine Freunde. Jetzt kommt doch noch die, ey. Wer kommt denn hier noch alles? Lord Yggdrasil, eure Wunden sind noch nicht verheilt. Bitte überlasst das den Engeln. Na gut. Oh Mann.
Geh mir aus dem Weg. Oh Mann. Ich geh auch noch, ich meine, gibt's da nicht. Ich kann halten. Master Station, okay, sehr schön. Mein Gott, ein Protest nach dem anderen. Leck mich. Weil damit Kratos hat man schon irgendwie so voraussehen. Weil er hat sich irgendwie so aufgebaut. Also, keine Ahnung. Er hat auch irgendwie oft über seinen Vater und so gesprochen und so, deswegen habe ich mir jetzt so ein bisschen gedacht. Um ganz ehrlich zu sein. Was? KP, glaube ich. Ne? Ja. War das mit Mythos? Kein Leben sollte entstehen, nur um zu sterben. Und was sind deiner Meinung nach die X-Fers, die du verschwendest? Verwendest, meine ich. Ja, verschwenden wird kein Problem machen. Oh, ich kann mich bewegen. Ich würde aber gern speichern. Tabata. Tabata. Willkommen. Bitte, GT. Es tut mir leid, ich habe mich nicht beschützen können. Oh, Alter, ist er auch. Oh, leid. Sprich nicht, du musst dich schonen. Tessa hat mich gerettet. Bitte, Professor, bitte retten Sie ihn. Ich tue, was ich kann. Mythos, warum? Warum hat er das getan? Ja, du, was hast du zu sagen? Bist du okay? Nun sind all unsere Bemühungen umsonst gewesen. Dein Plan war, den Pakt mit Origin zu schließen und das ewige Schwert einzusetzen. Richtig, und dann wollten wir mit der Mana-Kanone diesen Höhlenturm zerstören. Höllenturm, meine Güte, ist halt schwer los. Um den göttlichen Keim wachsen zu lassen. Das war unser Plan. Als ich über einen Insider des Designs zum ersten Mal von dir hörte, dachte ich, ich könnte Kratos zwingen mitzumachen. Du warst nicht mit Mythos Ära der Halbelfen einverstanden? Der Plan war das Ergebnis des falsch verstandenen letzten Wunsches von Mattel. Es ist nicht das, was sie wirklich wollte. Wie lautete der letzte Wunsch von Mattel? Sie sagte, sie wünschte sich eine Welt ohne Diskriminierung. Du sollst dich nicht bewegen. Nein, wir haben keine Zeit. Ich muss die Abtrünnigen evakuieren, bevor sie von Yggdrasil getötet werden. Warte, ist Kratos wirklich der Einzige, der das Siegel von Origin brechen kann? Ja, das Siegel wird gebrochen, wenn das Mana aus seinem Körper freigesetzt wird. Wenn er das tut, wird er wahrscheinlich sein Leben verlieren. Ja, das Siegel ist an sein Leben geknüpft. Kratos Leben? Glaubst du, wir müssen seinem Leben opfern, um den Besitz des ewigen Schwerts zu bekommen? Leute, du wirst das ewige Schwert nicht führen können. Es sind zwar nicht die Kräfte eines Beschwörers erforderlich. Du musst lediglich von Origins anerkannt werden. Eines kannst du jedoch nicht ändern. Was meinst du damit? Yggdrasil, Mythos sagte das auch. Nur Halbelfen können es handhaben. Dieses Schwert wurde von Origin speziell für Mythos angefertigt. Was? Ja, super. Und dann wären jetzt noch für Optionen. Wird Altessa zurechtkommen? Ich habe mit dem Horn des Einhorns erste Hilfe geleistet. Aber wir sollten so schnell wie möglich einen Arzt rufen. Ja, im Gegensatz zu uns verwendet Altessa keinen Exvir. Heilkünste sind da nicht sehr wirkungsvoll. Ich kenne einen guten Arzt. Wir haben ihn aus Flanor geholt, als unser Oberhaupt einmal schwer verletzt war. Lass uns dorthin gehen, Lloyd. Wir müssen den Arzt vor Altessa rufen. Okay, Flanor, richtig? Dann los. Ja, und ich will erstmal nach draußen gehen und speichern. Wahrscheinlich kommt jetzt wieder ein Skit und so, ne? Ach. Er war mein Freund. やっぱりミトスが言うことを知れたんだ。ジーニアス。あなた気づいていたわね。どうして言わなかったの？だって信じたくなかったんだ。僕と友達になってくれてあんなに優しかったミトスがジーニアス。彼にとらわれないで、そして惑わされないで。わかる。わかってるけど涙が止まんないんだよ。
Ja, und ich würde sagen, nach diesen Ereignissen mache ich jetzt erstmal, mein Gott, habe ich viel Geld. Ein Schnitt und wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play. Mein Gott, voll aufstoßen. Let's Play Tales of Symphonia, die Chronicles Edition. Ich bedanke mich alle herzlich fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.